So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Purpur. Heute begeben wir uns auf den Weg in den Süden nach Azarilla zur letzten Arenaleiterin. Leiterin der Azarilla Arena, Tulia, das magische Make-up-Wunder, setzt Psycho-Pokémon ein. Eine sehr starke Arenaleiterin mit eigener Kosmetikreihe, für die sie auch selbst modelt. Tulia strebt in sämtlichen Bereichen nach Perfektion und lässt im Kampf keine Gnade walten. Und genau da gehen wir hin. Wir sind ja schon mal dahin gegangen, aber da konnten wir nicht weiter, weil unser Miraidon noch nicht hochspringen konnte und auch noch nicht klettern konnte. Aber das ist jetzt kein Problem mehr. Deswegen, ab geht's! Endlich durch diese Höhle. In die letzte Stadt der Paldea-Region. Und zum letzten Orden, den allerletzten. Denn dann haben wir alles erledigt. Dann geht's nämlich langsam zurück zur Akademie auch. So, da ist sie, die Höhle. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Azarilla-Grotte, südliche Zone 6. Aha. Hä? Reflex. So, dann wollen wir doch mal, hä? Yeah! Ja, wir können jetzt einfach easy hochspringen, sehr schön. Okay, hier ist ein bisschen Wasser. Ein bisschen feucht hier, ne? Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ein paar Items. Immer gut, Sonderbonbon. Komm raus. Kämpfe mal ein bisschen. Oh Gott, es fliegt von der Decke. Hilfe. Hilf mir, Pamamo. Okay. Komm zurück. So. Jetzt gibt's noch Dicktrees und so. Fantastisch. Wupp. Naja, wir könnten theoretisch schon mit Sprüngen hier rein. Aber wir haben ja zum Glück jetzt auch Klettern. Wir haben alles. So, was ist hier oben noch? Hops. Nur Items, keine TMs. Auch keine spannenden Pokémon. Außer Reflex. Ja, da ist es auch schon. Aber coole Höhle soweit. Ein paar Drachen-Pokémon sind hier auch, ne? Die üblichen Verdächtigen quasi. Oh, Finsterbälle, geil. Meine Pokémon sind echt zu blöd zum Kämpfen geworden, einfach. Ja, da geht's ja voll hoch. Hier haben wir noch einen Trainer. Ist das ein Reit-Pokémon? Wer, ich? Klar, kannst du mal ausprobieren. Was? Ich wusste gar nicht, dass es Reit-Pokémon gibt, die es mit so steilen Hängen aufnehmen können. Ja. Das ist so. Isabelle, aha. Na, Drachenprofis sind so cool. Ist auch immer ein cooles Design und so. So, dann wollen wir mal sehen. Ha. Wir kämpfen zum ersten Mal gegen ein Draschel. Was die Vorentwicklung von Putalanda ist. Und die Nachentwicklung von Kindwurm. So, Funkensprung. Und das war's. Viscarrot. Wechsel. Uhafnir. Oder? Oder... ja... la 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 la. So ist das, gell? Okay, sie ist ein Drachenprofi, ich habe ein Drachen-Pokémon. Und das ist süß. Ach nee, ich Tierra kristallisiere jetzt nicht, oder? Oder? Doch.
Oh Gott! Ariana, was? Was ist hier denn los? Das muss ich mir klippen, ey. Mega lustig. Dieses Hariyama auf einmal. So. Tschüss, niedliche Schnecke. Es sieht so geil aus, Ohafnir. Mit dem Drachen. Mit der Drachenkrone. Direkt weiterkämpfen natürlich. Wie sehe ich denn aus? Oh ja. Nochmal Drachenpuls. Nervt mich ein bisschen, dass ich eigentlich nur eine Drachenattacke habe. Aber das war's. Gut gekämpft. Dabei habe ich so viel trainiert. Mund zu, sonst fliegen Fliegen rein. Oder noch schlimmer, Zubat. Apropos, irgendwie sehen wir nicht wirklich Zubat in diesem Spiel, hä? Wollen wir mal weiter klettern? Was bist du? Ach, Mediti. Noch mehr Trainer. Ist das eigentlich schon der Weg zur Stadt, oder? Ich meine... Puh, nur noch ein Stückchen. Ja, ist das so? Ich habe beschlossen, den ganzen Weg bis zur Stadt zu Fuß zu gehen. Keine Reit-Pokémon. Das ist ordentlich. Jeremy. Oh, Luxtra, cool. Mensch, Pamomamo, wer hätte das gedacht? Dein Schaufler wird tatsächlich mal wieder sinnvoll. Na dann. Ja, Brüller, ernsthaft? Das war ja jetzt nicht so der Brüller. So. Das war Luxtra, hä? Yeah! Jetzt zittere ich vor Wut genauso wie meine Beine vor Erschöpfung. Ach komm schon. Ruh dich ein bisschen aus, ja. Tank ein bisschen Kraft und dann geht es wieder. Jetzt ist hier halt auch echt ein Draschel, ne? Kann ich das haben? Flirtball? Kann ich einfach so einen Draschel haben? Das wäre ganz cool. Kannst du dich vielleicht ins Knie bumsen? Das wäre vielleicht ganz cool. Ein Stück Scheiße? Ja, du bist einfach ein Stück Scheiße, Fußtritt. Voll in dein Gesicht einfach. Ja, aber volle Kanne rein in die Fresse. Du Stück Müll? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Du Stück Kacker, ich werde dich jetzt fangen mit einem Premierball. Ob du willst und nicht. Okay. Hey, könntest du das sein lassen eigentlich? So, wäre ganz cool und so. Bäh. Ja, moin. Ah, Hyperball. Es wird doch alles wieder nix. Ach, Quatsch. Okay, wir haben einen Dratschel gefangen. Ja! Fantastisch. Das ist die Vorentwicklung von Brutalander. Und die Nachentwicklung von Kindwurm. Durchsteher-Pokémon. Von ihm prallen jegliche Angriffe ab. Sein Körper ist allerdings derart solide und schwer, dass seine Bewegungen dadurch etwas träge werden. Brutalander ist auch eins meiner Lieblingsdrachen-Pokémon auf jeden Fall. Feiere ich sehr. So, hops, ab nach oben bitte. Danke. Gibt's hier vielleicht aber irgendwas? Jetzt, Moment einmal, das ist mir irgendwie... Aha! Hitzekoller. Gibt's nicht irgendwo Drachenklaue oder sowas? Wäre voll geil und so. Naja, irgendwo bestimmt. La, 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 la. What the heck?
Okay, Steinknochen, auch gut, auch gut. Dann wollen wir mal hier längs. Wie sieht das Wetter heute aus, Junge? Warum? Lass mich dir mal zeigen, warum das Wetter für mich so wichtig ist. Erklär mir das mal. Jelena. Ah ja. Hippoterus, oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Schaufler. Wenn es jetzt Erdbeben einsetzt, bin ich im Arsch. Okay, ich bin im Arsch. Na toll. So viel dazu. Elfinator, du bist dran. Ich hatte mir eine Weile nicht mehr. Auf geht's. Sieht's aus. Wie viele Pokémon hat sie? 2. Alles klar. Naja, Düsenhieb. Okay, das reicht nicht. Okay, bitte was? Okay, jetzt hast du es selbst heraufbeschworen. Mach's Kakato, sehr schön. Nee. Gigasauger. Ja, ne? Feini. So. Na schön, was jetzt? 666 EP, lol. Wolverock. Aus die Maus. Hallo. So. Ja, das tut mir dann jetzt auch leid für dich. Nicht. Tschüss. Ende. Schluss jetzt mit dem Käse. Ein Sandsturm ist auch eine Art des Wetters. Stimmt eigentlich, ja. So, was ist denn hier los jetzt? Was Sandstürme so gefährlich macht, ist nicht der Schaden, den sie verursachen. Die Tatsache, dass sie die Spezialverteidigung von Stein-Pokémon steigern und diese so noch zäher werden, ist die eigentliche Gefahr. Okay, ja. Sag das mal deinem zerstörten Haus. Oder so. Und wir sind draußen. Oh, so hell. Südliche Zone 6. Da sind wir. Oh, super interessante Musik. Ja, super interessante Gegend. Sieh dir diese Muckis an! Gegen dich kämpfe ich natürlich auch noch. Gar kein Problem. Hier kurz vor der Stadt. Du kämpfst nicht nur gegen mich, sondern auch gegen meine hart antrainierten Muckis. Okay, ich weiß nicht. Aber da fällt mir ein, ich sollte auch mal wieder ins Fitness. Oder ich sollte halt allgemein auch mal wieder trainieren. Wäre auch mal cool. Oh ne. Oh ne. Was ist dies für ein Scheiß? Wieso gibt es das? Warum ist es so? Warum ist das denn alles so? Superzahn. Wahnsinn. Wahnsinn. Alter. Ey. Ich brech ab, Alter. Das gibt's doch nicht. Spukball. Okay. Ja, das ist alles ganz klasse. Meine Fresse. Uhafni braucht was, was richtig reinrotzt. Aber wir haben es erstmal geschafft. Hey, du hast meine Muckis einfach ignoriert. Eben. So. Geschafft. Hier sind wir also. In der letzte City. Sieht ein bisschen aus wie so ein Fabrikgelände-Gedöns. Erstmal natürlich hierhin Pokémon heilen.
Und ja. Das war's. Quasi. Jawohl, auch wieder aufgefüllt. Perfekt. Hallo. Habe ich schon genug gekämpft? Nee, ne? Gegen 4 Trainer gewonnen. Nein, 7. Okay. Shit. Irgendwas Wichtiges oder so? Nee, ne? Ja, sieht jetzt nicht so gut aus. Ah ja, Diebeskuss. Auch immer noch ganz gut. Das stelle ich mir mal her. Noch eins, ja. So, die habe ich mir angeglockt. Nein. Aha. Ah, okay. Fregometri-Eis und irgendwas, was wir noch nicht wissen. Phantomkraft. Phantomkraft wäre mega geil. Da hätte ich Bock drauf auf meinen Azuglades, denke ich. Ja, das wäre eine echt coole Attacke eigentlich. Da fehlen mir aber noch Dinge. Schuppetfetzen, alles klar. Ja, das war natürlich großartig. Entschuldigung, was? Donnerzahn, Fußkick, Säurespeier. Ja, ja. Säureeier. Gigi, Saugi, Rückli, Windli, Harnsteinli, Knudli, Amneseli, Rechtshändli, Grasfeldli, Stafettli, Feuerstürmli, Feuersäuli. Bitte was? Weiß doch auch nicht. Hitzekörler. Kölner. Hitzekolör. Was? Was? Solarstraße sagst du? Naja, gut. Leute, da sind wir. In dieser sehr interessanten Stadt. Ist da direkt eine TM oder was? Gönnung. Fähigkeitstausch. Na, das ist ja großartig. Oh, wie schön diese Bilder. Ah, das schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal ganz genau an. Aber jetzt sind wir hier. Wie ist denn die Aussicht hier? Ist die toll? Was ist denn hier eigentlich? Eine Tamotbeere. Glückwunsch. Ah ja. Die Aussicht müsste ganz cool sein, ne? Aber Leute, das grundsätzlich war es das für diese Folge. Ich meine, ich könnte jetzt eben hier noch so ein bisschen rumgurken, ne? Ich habe Beine wie Baumstämme. Boah, weiß ich nicht, will ich zum Arzt gehen. Ach so, krass. Der letzte Arena-Orden wartet auf uns, Leute. Okay, hier ist noch so ein Berg. La 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 la. Da 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 da. Da ist dieses Chili-Pokémon. Hol's dir! Ah, Schillingelsamen. Komm zurück. Der schiefe Turm. Oh mein Gott, der schiefe Turm von Plitsch. Eines der 10 Wunder Paldeas. Okay. Das erinnert so an Zelda einfach. Wahnsinn. Ja, dann wollen wir da auch mal hin, oder? Hops. Ach, wie süß. Jetzt geht da weiter. Wie groß der wohl wirklich ist. Auf Wecker, so, dann klettern wir mal da hoch. Ich bin gespannt. Kann man nicht? Wie? Echt jetzt? Nee. Was? Man kann da gar nicht hoch. Hä? Warum? Oh, sehe ich jetzt nicht ein, ne? Was? Okay, das sehe ich wirklich nicht ein. Komm schon, wir schaffen das Miraidon ohne Scheiß. Ja, genau so. Hä? Ah, so, wunderschön. Donner, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Ach, scheiße. Geht ja nicht. Man muss es ja anklicken. So, Gespenst, wie sieht's aus? Donnerblitz? Okay, tot. Hätte es überlebt, hätte ich es gefangen. Und Level 60. Yes. Eine neue Attacke. Hau raus. Zweifachladung. Das muss ich mir erstmal genauer anschauen. Zweifachladung. Also. Boah, 120er Stärke, okay.
Fünfmal, okay. Pass auf. Der Anwender nutzt die gesamte Elektrizität in seinem Körper, um großen Schaden auszuteilen. Die restliche Kampfdauer gehört er nicht mehr dem Typ Elektro an. Hä? Das ist ja super interessant. Dann wäre es nur noch Typ Kampf. Tatsächlich. Das ist ja spektakulär. Das ist ein Angriff. Ah ja, das ist ja super interessant. Das ist ja echt interessant, oder? 120 dafür? Gehört halt nicht mehr vom Typ Elektro an, ne? Hä? Das ist ja spannend. Aber, ich meine, Pamo Mamo ist halt Kampf und dann hat es trotzdem Schwäche Boden, gell? Ja, leider ist das so. Das ist so interessant. Oh mein Gott. Aha. Ja, also die restliche Kampfdauer definiere. Ist es wieder hinfällig, wenn man es dann tauscht? Oder? Zweifache Ladung. Steht nicht dran. Das ist echt eine interessante Attacke, wirklich. Das ist eine wirklich interessante Attacke. Ich würde es mal machen. Kann ich ja immer wieder zurückwechseln sonst. So. Ha, spannend. 50 Gespenstmünzen, geil. Komm zurück. So, jetzt pass auf, dann ist es erstmal sehr spannend hier. Aber hoppa. Diese TM, die wollen wir noch. Zauberblatt, yeah, nice. Da oben ist noch eine TM und da ist noch ein Item. EP Baumont L. Das ist einfach auch ein Reflex. Ah. Schallwelle. So, jetzt haben wir eine gute Aussicht auf das, auf die Stadt, die wir uns das nächste Mal ansehen werden. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Nächstes Mal wird's spannend. Wir holen uns dann auch den letzten Arena-Orden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, euer Gecko.